Willkommen bei Octopus. Um eine passende Refill-Tinte für die Brother LC3219 Tintenpatronen entwickeln zu können, muss man sich natürlich auch mit der Originaltinte beschäftigen. Zu diesem Zweck haben wir uns einen Multipack LC3219 Original-Tintenpatronen von Brother zugelegt. Aus diesen Tintenpatronen entnehmen wir mithilfe einer Refill-Spritze und des zu den Brother-Patronen passenden Spritzenaufsatzes die Tinte. Das Außengehäuse der LC3219 besteht aus einem hinteren und einem vorderen Gehäuseteil. Wir entfernen den vorderen Gehäuseteil. Diese vordere Kappe ist mit drei kleinen Haltenasen am inneren Tintentank befestigt. Diese Nasen gilt es zu lösen. Die Haltenasen werden vorsichtig mit Hilfe eines kleinen flachen Schraubendrehers in Richtung der Patronenhinterseite gedrückt. Sind alle Nasen gelöst, kann die Kappe vorsichtig heruntergezogen werden und der innere Tintentank wird sichtbar. Die Tinte entnehmen wir direkt über den Tintenauslass am inneren Tintentank. Zu diesem Zweck setzen wir die Befüllspitze auf unsere Refillspritze. Mithilfe der Befüllspitze öffnen wir das im Tintenauslass befindliche Federventil. Dazu wird die Befüllspitze vorsichtig in den Tintenauslass hereingedrückt, bis ein kleiner Widerstand spürbar ist, dann ist das Federventil komplett geöffnet. Die hier zu sehende Position der Patrone entspricht auch ungefähr der Positionierung der Patrone innerhalb des Druckers. In dieser Position können wir die Tinte unkompliziert abziehen, da sich der Tintenauslass unten und die Belüftungsöffnung oben befindet und eigentlich nichts anderes wie beim Leerdrucken der Patrone passiert. Die wertvolle abgezogene Originaltinte geben wir in ein Laborglas. Anhand dieser Probe können wir die physischen und chemischen Parameter der Probe im Labor der Tintenproduktion der Octopus Fluids genauer bestimmen. Gut zu sehen ist am freiliegenden Tintentank und der Tinte im Laborglas, dass es sich bei der Originaltinte um eine pigmentierte Tinte handelt. Alle Tinten, sowohl Black, Cyan, Magenta und Yellows, bei den LC3219 Tintenpatronen sind pigmentierte Tinten. Mit etwas Übung ist es auch sehr leicht zu bewerkstelligen, die Tinte ohne Arretierung der Patrone komplett abzuziehen. Besonders um den letzten wertvollen Rest wirklich aus der Patrone auch rauszubekommen, haben wir uns entschieden, dafür die Patrone in der Hand zu halten und die darin befindliche Tinte direkt in den Tintenauslass leiten zu können. Entsprechend der gezeigten Vorgehensweise hier an der gelben Patrone sind wir auch bei den anderen Patronen vorgegangen und konnten die komplette Tintenmenge entnehmen. Warum haben wir uns entschieden, Ihnen die Tintenentnahme überhaupt zu zeigen? Wir haben schon ein klein wenig rumprobiert und sobald die Refill-Anleitung zur Verfügung steht, werden Sie es auch sehen. Aktuell gehen wir davon aus, dass es unkompliziert möglich ist, die Refill-Tinte über den Tintenauslass auch wieder in die Patrone einzubringen.